Du bist auf der Suche nach einem kompakten und günstigen Gaming-PC? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video bauen wir einen schlanken Gaming-PC für rund 800 Euro. Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um den PC. Falls du neu bist und kein weiteres Video verpassen willst, abonniere doch gerne diesen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit ein einfaches Mittel, Danke zu sagen. Ja, viele von euch haben mich gefragt in den Kommentaren, bau doch mal wieder ein 700 bis 800 Euro Gaming-PC. Heute ist es endlich soweit und zwar bauen wir hier auf Basis des Fractal Design Meshify C Mini ein Gaming-PC. Das Unboxing von diesem Gehäuse findest du übrigens hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Als Basis dient das Gigabyte B450 MS2H Mainboard, ist Ryzen 3000 ready. Ich habe dieses Board auch schon empfohlen beim 500 Euro PC. Playlist findest du jetzt hier auch hier oben. Das Mainboard ist halt so ein, ja, ich sag mal Einsteiger-Mainboard auf Basis des B450 Chipsatzes mit zwei RAM-Bänken, eine RGB-Schnittstelle. Man kann auch eine M2 SSD da drin verbauen, hat die Spannungswandler gekühlt. 6x USB. Auf jeden Fall solides Einstiegsboard, was für diesen Zweck hier ausreichend ist. Dazu gesellt sich der beliebte Crucial Ballistics Arbeitsspeicher, 16 GB Kit mit 3200 MHz und CL16 Timings. Wer diesen RAM kennt, weiß, man kann den gut übertakten und ist qualitativ hochwertiger RAM, der bei mir noch nie Probleme gemacht hat. Von daher habe ich mich für diesen hier entschieden und zwar auch in Grau. Passt so ein bisschen so zu dem Finish vom Mainboard. Dazu gesellt sich dann noch der Ryzen 5 3600, der wohl beliebteste Gaming-Prozessor, was Preis-Leistung angeht, kostet um den Dreh 160, 170 Euro, je nachdem, die Angebote variieren ein bisschen. 6-Kern-CPU, 4,2 GHz, 12 Arbeiter und natürlich hat er auch eine hohe Single-Core-Performance. Ja, dazu gesellt sich dann aufgrund des bescheidenen Boxkühlers der AMD Wraith Prism Boxkühler, der dem höherpreisigen Ryzens dabei liegt. Ja, ist dieser RGB-Kühler mit viel Kupfer, RGB-Einstellung. Vorteil an diesem Kühler ist natürlich, neben der Optik, dass ich den, weil dieses Mainboard keinen Addressable RGB-Header hat, ich diesen Kühler auch über USB 2 anschließen kann und dann über die Cooler Master Software steuern kann. Zudem setzt er natürlich auch noch ein optisches Highlight in diesem Bild, weil wir sonst ziemlich minimalistisch unterwegs sind, was RGB angeht. Als Datenspeicher dient eine Kingston A400 480 GB SSD. Ja, ist eine normale SSD, nichts Besonderes. Reicht auf jeden Fall fürs Betriebssystem und ein paar Lieblingsspiele und ja, passt hier auch ganz gut zu diesem Bild. Von daher habe ich mich für die Kingston hier entschieden. Dann kommen wir mal zur Grafikkarte. Und zwar haben wir hier im Hause die KFA2 GeForce GTX 1660. Hat den Vorteil, dass diese den Turing Grafikchip hat. Das heißt, ich kann mit dieser Grafikkarte auch zocken und gleichzeitig einen Stream kodieren. Nebenbei bietet die mit 6 GB ausreichend Performance für hohe Einstellungen in Full HD Gaming. Und ist nebenbei auch noch sehr sparsam mit 120 Watt TDP. Und ja, hier zwei 90 mm Fans hat die auch noch zur Belüftung. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Habe ich auch noch nicht gehabt, so eine 1660. Die mal zu verbauen. Befeuert wird dann das Ganze vom Seasonic S12-3500, 80 plus Bronze zertifiziertes Netzteil, ist so die Einstiegsserie von Seasonic, ist jetzt nicht modular oder so, aber ist ein super Netzteil, haben wir auch im 500 Euro Gaming PC verbaut und bietet mit 500 Watt natürlich mehr als ausreichend Power für diesen Build. Ich habe mich hierfür halt entschieden, weil der Rest von diesem Bild halt ziemlich grundsolide ist. Somit kann ich dann mal später, wenn ich den PC aufrüsten will, eine stärkere Grafikkarte nachrüsten und habe dann hier noch genug Power in dem Netzteil drin, deswegen 500 Watt. Man kann da auch locker für diesen Bild hier in 400 Watt einsetzen, das würde auch ausreichen. Ja, dann kommen wir zum Gehäuse. Das Fractal Design Meshify C
Mini in der Dark Tint Edition. Super schniekes, edles Gehäuse für MATX Formfaktor mit einer Mesh-Front vorne in Polygon-Optik. Glasscheibe, um die Hardware richtig in Szene zu setzen. Zwei Lüfter sind schon verbaut. Super Verarbeitung. Kabelkanal für Kabelmanagement. Staubfilter vorne, unten drunter fürs Netzteil, fürs Ansaugen. Also das wird auf jeden Fall was. Dann würde ich sagen, dann bauen wir die Kiste mal hier zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder zum ersten Start. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. So, der Rechner ist soweit zusammengebaut, hat alles wunderbar geklappt. Ja, also überhaupt keine Probleme gehabt bei dem Gehäuse. Alles tipptopp verarbeitet, keine scharfen Kanten, nichts. Also von daher schon mal Daumen hoch. Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wird er starten oder wird er nicht starten? Ja, wir drücken. So, mittlerweile sind 24 Stunden vergangen und ich habe mir die ganze Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen letzte Nacht. Da ich ja so ein alter RGB-Banause bin und mir das dann doch ein bisschen wenig ist, nur mit dem CPU-Kühler an RGB-Beleuchtung, habe ich mich jetzt noch entschieden, 60 Euro zu investieren und die Alpenföhn Ring Boost 3 noch zu installieren. Ja, sind ARGB-Lüfter. Mainboard hat zwar keinen ARGB-Header, aber deswegen nehmen wir diese hier. Denn diese bieten eine integrierte ARGB-Steuerung. Hier haben wir nämlich alles im Lieferumfang dabei. Befestigungsschrauben, Adapterkabel von einem Stromanschluss auf drei ARGB-Anschluss, 4 Stück. Obwohl ich nur 3 Lüfter habe, also könnte ich theoretisch noch irgendwie einen LED-Stripe oder so anschließen. Und hier eine Fernbedienung mit einem kleinen Controller. Den schließe ich hier ans Netzteil an, ist so ein gleicher Anschluss wie an einer Festplatte. Und dann habe ich hier meinen ARGB-Header. Ja, wunderbar, das verbaue ich jetzt hier. Und dann sieht die Kiste, glaube ich, noch eine Spur geiler aus. Wer sich dafür interessiert für diese Lüfter, Link auch dazu in der Videobeschreibung. Sehen so aus, schwarz und genau, hier leuchtet der Kreis außen, hier kann man es auch außen sehen, sind super Lüfter und nebenbei verbessern wir natürlich auch noch den Airflow hier, weil ich ja die 2 Lüfter hier austausche, die da drin sind und gegen 3 eintausche. 2 Blasen rein, einer hinten raus. We'll be right back.
Und damit wurde wieder ein Gaming-Rechner zum Leben erweckt und die Benchmarks will ich dir natürlich nicht vorenthalten. So erreichen wir im Cinebench R15 1559 Punkte bei einem Single-Core von 194. Im Cinebench R20 kommen wir auf 3547 Punkte bei einem Single-Core von 481. Auch die Performance der 480 GB großen Kingston SSD reicht für den Gaming-Betrieb völlig aus. Hier erreichen wir eine Leserate von 484 MB die Sekunde und im Schreiben kommen wir auf 453 MB die Sekunde. Weiter geht's mit dem 3D Mark. Im Timespy kommt der Meshify PC auf 5553 Punkte, wobei hier ein Graphics Score von 5346 und ein CPU Score von 7114 Punkten erreicht wird. Damit sind wir besser unterwegs als 43% aller bisher getesteten Systeme. Weiter geht's im Firestrike. Hier erreichen wir 12.144 Punkte im Gesamtscore, wobei 13.739 Punkte auf die Grafikkarte entfallen und sind damit besser unterwegs als 62% aller bisher getesteten Systeme. Auch ein paar Spiele dürfen im Benchmark-Parcours natürlich nicht fehlen. So erreichen wir in Laras Schatten in Full HD auf maximalen Einstellungen 74 FPS im Benchmark-Test und sind dabei zu 100% GPU gebunden, was bedeutet, dass die CPU in keiner Phase des Benchmarks bottleneckt. Weiter geht's im Toaster-Test. Hier wird CSGO mit durchschnittlich 316 FPS in Full HD mit hohen Einstellungen durchgetoastet. Eine Runde Battlefield 5 durfte natürlich auch nicht fehlen. Hier kommt die Maschine ebenfalls in Full HD mit maximalen Einstellungen auf rund 82 FPS. Und last but not least, wie viel FPS in Fortnite? Hier erreichst du den epischen 35... Hier erreichst du Platz 35 in epischen Einstellungen und Full HD Auflösung mit rund 97 FPS. Abschließend lässt sich sagen, dass der Meshify Build ca. 10% schneller ist als der 500€ Community PC. Bietet aber dank der GeForce GTX 1660 eine gute Möglichkeit zum Streamen und mit dem Ryzen 3600 gepaart mit dem 500 Watt Netzteil ein super Grundgerüst, um später mal auf eine stärkere Grafikkarte abzugraden. Dabei bietet das Meshify C ein formschönes Gehäuse mit einer sehr guten Belüftung, das problemlos auf dem Schreibtisch seinen Platz finden kann. Wenn du Interesse an einem Nachbau hast, findest du alle verbauten Komponenten unten in der Videobeschreibung. Wenn du darüber einkaufst, kannst du damit kostenlos diesen Kanal unterstützen und das würde mich sehr freuen. Aber jetzt würde mich noch gerne deine Meinung zum Meshify PC interessieren. Wäre so ein Rechner etwas für dich oder hast du andere Wünsche? Dann lasse es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasse doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere diesen Kanal, falls du keine weiteren PC-Builds mehr verpassen willst. Und dann sehen wir uns gleich wieder.